schönen guten Abend. Ihr seht, es ist Jurassic Park, beziehungsweise ich sag's immer falsch, Jurassic World Evolution, was heute gespielt wird. Ja. Gut, und heute spontaner Stream, wie gesagt, war eigentlich gar nicht geplant, dass ich heute nochmal live gehe. Aber ich dachte, hey, warum denn nicht? Ich muss allerdings ein bisschen leiser heute sprechen, weil ansonsten stürmen mir hier die Nachbarn die Bude voll. Ich habe daher die Soundeinstellung ein wenig überarbeitet. Ich hoffe, ich bin trotzdem noch zu hören. Wenn nicht, dann tja, kann ich es auch nicht ändern. Dann seht ihr halt nur ein Spiel. So, gut. Hier, das Spiel. Ich höre nichts. Moment, was falsch eingestellt? Warum habe ich da was falsch eingestellt? Weil ich das Spiel nicht losgestellt habe. Entschuldigung, mein Fehler. Gut, jetzt aber. Jetzt können wir loslegen. Zusätzlichen Geldmittel dieses Auftrags gut einsetzen. Die Sicherheitsabteilung ist alles, was zwischen unseren Tieren und einer Katastrophe steht. Gut zu wissen, dass wir die nötigen Ressourcen haben. Okay. Wir haben Ressourcen. Wir sind übrigens aus dem Geldproblem wieder raus. Ja? Der Park läuft. Die Bilanz ist wieder positiv, wie wir sehen, und die Klagen wegen den Verletzungen durch die Raptoren, die sind raus. Gott sei Dank, muss ich mal sagen. Das war ja nervig. Es war ja nervig, dass man deswegen verklagt wurde. So, so oder so. Der Park ist wieder da. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe zu spielen. Also, wo hier sozusagen das Ziel gerade liegt. Ich soll einen Fleischfresser ausbrüten. Okay, das kriege ich vielleicht gleich noch hin. Und ansonsten einen Kuritosaurus. Ich muss erstmal gucken, ob ich den überhaupt schon bauen könnte. Den kann ich noch nicht. Oh, eine Krankheit. Moment. Die ist wichtig. Ich muss mich erstmal um die Krankheit kümmern. Krankheit, Krankheit. Wo sind wir denn krank? Da unten. Okay. Ranger? Ich sehe meinen Dino nicht. Er ist im Wald. Ich möchte keine... Kein Dino, ich möchte die Rangers, möchte ich. Ich möchte Dings. Aufgabe hinzufügen. So, behandeln. Okay. Ich hoffe, der steckt nicht gleich noch andere an. Wir können, ich kann ja mal kurz. Den wollte ich nicht gucken. Ich wollte dem folgen. Und den mal ganz kurz so ein bisschen beobachten. Ich hoffe, die Ranger, wie gesagt, kommen gleich und heilen unseren kleinen Freund hier, der leider ein bisschen erkrankt ist. Aber es sieht gut aus. Also ich muss sagen, es sieht gut aus. Da sind die Ranger. Schießen schon mal daneben. Also mit Treffsicherheit haben sie es wirklich nicht. Okay. Ich glaube, er ist wieder gesund. So, gut. Ich werde mal eine Expedition losschicken. Das ist, glaube ich, das, was jetzt am sinnvollsten ist. Lasst mich mal eine Expedition losschicken. Cori brauchte ich. Der wäre hier mit drin. Okay, dann nehme ich mal diese Expedition. Ja, wie gesagt, heute spontanes Trieben aus dem Dunkeln, in der dunklen Ecke. Ich bin auch nicht ganz so gut ausgeleuchtet heute. Es war nicht geplant und ist auch mal der Versuch, was passiert, wenn ich eben mal zu einer etwas späteren Zeit nochmal online gehe. Für alle, die das eventuell bei YouTube sehen, also ich weiß noch nicht, ob dieser Part jetzt hier bei YouTube rauskommt oder ob ich später sage, okay, nein, der Part gefällt mir nicht, das lasse ich weg. Es kann auch sein, dass ich sage, okay, nicht bei YouTube und dann mache ich bei YouTube später so eine kleine Zusammenfassung. Das kann auch sein. Also ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, also alles schön nacheinander. Und wie gesagt, ich hatte einfach Lust, hier noch den Park ein wenig auszubauen. Ich dachte, bisher habe ich das Ganze immer gestreamt, also kann ich das jetzt auch weiterhin streamen. Und ich guck mal, was es hier so gibt. Ich meine, jetzt haben wir ja endlich mal Geld. Stromupgrade. Wartungseinheiten verringern die Unterhaltskosten aufgewerteter Kraftwerke um 8%. Okay. Was haben wir hier? Stromupgrade. Erdungseinheiten verringern das Risiko eines Stromausfalls in aufgewerteten Kraftwerken um 20%. Das klingt gut. Das nehme ich. Mehr kann ich momentan noch nicht erforschen. Leider. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Sei mal
mal ehrlich, das ist nicht schlimm, wenn ich was nicht erforschen kann. Irgendwas kann ich hier wohl neu bauen. Ein Spielwarenladen. Bei Dinos müssen wir einen Spielwarenladen bauen. Denke ich ja noch nicht einmal nach. Das muss ja hier. Ohne Probleme muss der sofort gebaut werden. Ich muss mal was gucken, wo. Hier geht's leider nicht. Hier hinten. Da, wo keiner ist. Weil da hinten sind sie doch alle nicht. Die sind doch hier vorne. Hier oder hier? Hier. Bei den Fleischfressern. Da können wir auch Spielzeug verkaufen. Finde ich gut. Ja. Ja, das ist eine gute Stelle. Das ist eine sehr, sehr gute Stelle, wenn ihr mich fragt. Und wir schließen das Ding an. Und ich weiß nicht, ob der Strom hat, aber ich hoffe, dass er es hat. Weil hier haben wir ja gleich einen Umspann. Dann hat er auch Strom. Ist ja ein Umspannwerk direkt daneben. Da brauchen wir nicht nachdenken. Gut, dann kriegen wir hoffentlich gleich noch mehr Geld rein. Es nimmt ja langsam hier Form. Okay, Expedition. Nächste Expedition. Ich guck mal, ob ich irgendwo eine finde, die vielleicht gut ist. Naja, die hier, weil sie so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade... Ach, guck mal, da haben wir ganz viele, die wir noch gar nicht kennen. Oh. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machbar, sage ich. Von Ihnen. Ich mache alles. Benutzen Sie ein ACU-Transportteam, um mindestens 2 Hua Jungosaurus-Exemplare zu verkaufen. Ach, ich soll jetzt was verkaufen, okay. Na gut, mache ich. Aber ich nehme doch nochmal diese hier, die... Nee, diese Expedition, weil die hat so schön alle einmal drin. Die nehmen wir. Ich soll 2 irgendwas mit Hua verkaufen. Moment. Hua Jung oder so ähnlich. Die würde ich dann neu bauen. Ach, das sind die. Ja gut, wir brüten 2 neue davon aus. Ausbrüten, ausbrüten. Und... Habe ich die nicht schon hier irgendwo? Da ist einer, ne? Da. Genau, das ist er. Team. Die kann ich nicht sofort nehmen. Ich muss erst betäuben. Okay. Erst betäuben. Aufgabe. Den da betäuben. Und ich weiß nicht, ob ich den nochmal habe. Ich glaube, den musste ich schon einmal verkaufen, weil er durchgedreht ist. Ich glaube, wir haben ihn. Ich habe ihn nur einmal im ganzen Park momentan. Wäre aber auch nicht so schlimm, denn es kommen ja 2 neue. Und demzufolge werden wir mal. Werden wir schon sehen. So, gut. Ich glaube. Er hat es mitgekriegt, dass wir auf ihn Jagd machen. Wir sehen ihn nicht mehr. Er hat sich zurückgezogen. Huch, Futterstationen müssen aufgeführt werden. Die machen hier ihren Job. Okay, der Ranger. Hier, auffüllen. Und nicht gefressen werden, bitte. Wäre ganz schlecht, wenn ihr noch gefressen werdet. Und ich sehe gerade... Mein Helikopter versucht immer noch herauszufinden, wo der Dino ist. Hoffe ich. Oder haben wir ihn? Wir haben ihn erschläft. Okay. Dann kann ich jetzt... Moment, wie war das? Wie war das? Ach ja, ich musste ihn erst hier mit dem Transportteam auswählen. Und dann kann ich R drücken zum Verkaufen. Genau, so war das. Möchten Sie ihn verkaufen? Ja. Okay. So, meine Freunde. Nummer 1 wird gleich verkauft. Und ich soll noch einen Fleischfresser ausbrüten. Was? Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, da... Oh. Das Fahrzeug wurde gerade ganz schön ramponiert. Na gut, aber was soll's. Wir haben es hingekriegt. Ich soll noch einen Fleischfresser ausbrüten. Ich brüte einen aus.
Gut. Und ich habe ja auch noch... Achso, ich glaube, ich kann jetzt hier schon mal... Oh, einer hat es nicht geschafft. Okay, den müssen wir gleich nochmal machen. Und den lassen wir frei, weil den verkaufe ich gleich. Ja? Also, kein Thema. Den werde ich sofort betäuben und dann auch verkaufen. Dann ist der Quest abgeschlossen. Ja. Genau das ist der Plan. Das ist der Plan. Jo, da ist er. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Zahlen lügen nie. Ihre sind fantastisch. So, wie gesagt, er weiß noch nichts von seinem Glück, dass er jetzt verkauft wird. Ich habe mir gerade die Zahlen angesehen. Sie scheinen zu stimmen. Gut gemacht. Hey, ich betrüge doch nicht bei den Zahlen. Es klang jetzt gerade so, als ob wir hier irgendwas machen. Na gut, so. Wo ist der Heli? Ach, da oben. Bitte nicht wieder ins Grüne, nicht wieder ins Grüne. Bitte vorher entschlafen. Bitte vorher entschlafen, sonst sehe ich dich auch wieder nicht, wo du bist. Ja, der Urwelt ist zu dicht. Der Urwelt ist zu dicht. Okay. Na, langsam, aber sicher. Ich wollte gerade sagen, langsam muss doch hier das Mittelmeer wirken, aber nein, natürlich nicht. Okay, wir können gleich noch einen freilassen. Ah, jetzt hat's geklappt. Jetzt kann ich ihn verkaufen. Und weg ist er. Super. So, und natürlich... Achso, der Fleischfresser ist fertig, oder was? Keiner ist fertig. Egal, dann gucken wir uns erstmal die Fossilien an. Doch ist einer fertig, war bloß im falschen Baummenü. Entschuldigung. So, hier, den da kann ich freilassen. Komm her. So, deine Kumpels haben wir alle verkauft. Die sind also weg. Aber dich lasse ich nochmal in die Freiheit. Ach ja, so. Und ich hoffe, der dreht nicht durch. Irgendeiner von denen drehte mal durch. Ich weiß bloß nicht warum. Der fühlte sich nicht geborgen. Das weiß ich noch. So, der hier, dem scheint es auch gut zu gehen. Geborgenheit, alles gut. Und deswegen kein Problem. So, jetzt kann ich den... Sagen, dieser Auftrag war ein voller Erfolg. Oder wie sehen Sie das? Da hat einer nicht überlebt. Ich sollte doch noch einen Fleischfresser loslassen, also ausbrüten. Kann ich die Lebensfähigkeit vielleicht ein wenig erhöhen? Schauen wir mal. Belastbarkeit, Lebensfähigkeit, das ist genau das Falsche. Hier ist nichts freigeschaltet, dann ist nichts freigeschaltet. Und hier ist nur die Farbe. Schade. Na gut, komm, hier, ausbrüten. Wir haben ja das Geld, momentan. Was ist denn nun los? Achso. Wir haben früher so gut zusammengearbeitet. Ich dachte, Sie wollen vielleicht noch eine Chance. Machen Sie mit. Wieso noch eine Chance? So, Ankylosaurus, Velociraptor und Dilophosaurus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die alle schon kann. Okay. Ich schau mal, also Velociraptor kann ich. Das kann man hier auf den Inseln auf verschiedenste Weise interpretieren. Ich rede von den lebendigen Körpern im Park, verstanden? Wir könnten auch Köpfe sagen, aber das ist wahrscheinlich nicht besser. Besucherzahlen also. Ich kann den, also Ankü kann ich, aber Dilo nicht. Cool, cool. Okay, beginnen wir von vorn. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Sie kennen den Ablauf. Hey, hört alle her, wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt es vielleicht nicht. Hier überlebt jeder, keine Sorge. Ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir alle überleben. Schließlich haben wir hier ganz viele Leute, die Dinos sehen wollen. Also, ganz ruhig. Ne? Ach ja, so, erfolgreichen Fleischfresser ausbrüten. Ich wollte eigentlich die Fossilien mir angucken, die ich hier gekriegt habe. Denn da sind ja ein paar rausgekommen. Und ich muss hier mal wieder ein paar Sachen extrahieren. Oh, den haben wir schon. Der ist Maximum. Okay. Gut.
Dilophosaurus. Kennen wir den schon? Können wir den irgendwo finden? Da nicht, da nicht. Da ist er auch nicht. Nicht dabei. Nein, Dilo, da. Ist sie nochmal irgendwie zusammen? In der Wissenschaftsabteilung steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Habe ich immer. Ja, okay. Also halten Sie die Anlagewertung 3 Minuten lang auf 4,5. Gut, ich weiß nicht, ob er das schaffe. Ob ich das schaffe. Ich nehme mal hier diese Ecke. Was haben wir? Sehe ich, wie hoch meine Anlagenbewertung gerade ist? Anscheinend nicht. Schade. Sehr schade. Na gut. So, und ich sag's nochmal, ich hoffe, der Stream läuft soweit ganz gut und ich bin auch hoffentlich ganz gut zu verstehen und das Spiel ist auch nicht zu laut oder sowas. Also deswegen, ich hoffe, dass dieser etwas kleinere, improvisierte Stream soweit in Ordnung ist. Ja? Wenn nicht, meldet euch im Chat oder so. Ansonsten genießt einfach, was ich hier mache. Und zwar zum Beispiel gucke ich mal nach, wie weit dieser Dino ist. Eigentlich gefällt es mir nicht, dass ich den ausbrüte. Ich müsste ja einen Velociraptor ausbrüten. Moment. Ich kann den ja noch dazu ausbrüten. Der wird aber genau wie der andere verkauft. Also die beiden möchte ich eigentlich verkaufen. Weil ich befürchte, noch ein Raptor. Also ich kann mal gucken, ob es gut geht, aber ich weiß es nicht. Ab zur Forschung. Kann ich, wo ich gerade dabei war, meine Fahrzeuge irgendwie besser schützen. Ranger-Station. Ranger-Treffsicherheit. Okay, Training, ja. Nachladetempo. Okay. Also, bessere Wartung der Gewehre wird die Nachladetempo der Ranger-Teams, die Dinosaurier behandeln sollen. Mhm. Und Trainingssimulation erhöhen Treffsicherheit. Ich mache mal die Treffsicherheit als erstes. Aber ich kann die nicht stabiler machen, die Wagen. Das ist ja schade. Richtig, richtig schade, wenn ihr mich fragt. Ah gut, man kann nicht alles haben. Leider. Es geht nicht alles. Es geht vieles, aber nicht alles. So, dann gucken wir mal. Das ist das Alpha-Tier. Das ist das zweite Tier. Alles kein Problem. Mahlzeit. So, ich musste da einfach mal ganz kurz reinzoomen. Irgendwie ist es cool. So, Mahlzeit. Okay, die streifen hier umher, fragen sich, wie sie durch die Zäune kommen. Ich sehe das doch. Und wir haben einen... Der Velociraptor ist natürlich nicht fertig geworden. Gleich nochmal und den können wir freilassen. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Ah, interessant. Gut, ich lasse den mal frei. Komm. Jetzt haben wir 3 davon. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Verteilung ist. Vielleicht ist das auch einer zu viel. Und jetzt bin ich taub. Gut, vielleicht ist das auch einer zu viel. Wie gesagt, mal gucken, was der macht. Ob es ihm gut geht. Oder ob er sagt, dass es ihm eigentlich nicht gut gefällt. Dass er sozusagen sozial ist grenzwertig. Ich wusste es. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was der macht. Der haut nämlich erstmal gleich ab in den Wald und bedeutet im Umkehrschluss, mehr als 3 dürfen es auf keinen Fall sein. Was machen die anderen Dinos hier? Was macht zum Beispiel er hier? Ja, da geht's. Der könnte wahrscheinlich noch einen sozialen mehr haben. Gut, sie sind alle aufgeregt, weil ein neuer Dino reingekommen ist. Das ist klar. Ein neuer Dino gleich. Neue Konkurrenz, neue Probleme. Okay, aber das ist jetzt wirklich grenzwertig übersehen. 3 ist also grenzwertig bei denen. Muss ich überlegen, ob ich einen davon gleich wieder verkaufe. Ah,
bringen sie mir denn? Die große Frage, was bringt ihr mir? 10.000. Was bringst du mir? 300 noch ein bisschen, weil der neuer ist. Okay, also die neueren bringen Geld. Aber nur die neuen. Komm, dann betäubt den mal. Betäubt den mal gleich und wir verkaufen den mal. So, die Ranger-Treffsicherheit ist da. Wie gesagt, das gefällt mir ja nicht. Die streiten sich ja jetzt schon. Was soll denn das? Nee, das lasse ich nicht. Das geht nicht. Das geht so nicht. Da ist ja Streit vorprogrammiert in dem mickrigen Gehege, was ich da habe. Und sagt jetzt nicht, dann baue doch ein größeres. Könnte ich auch machen. Bin ich aber zu faul. So, das nehmen wir jetzt hier. Das Nachladetempo. Und dann gucke ich mal, dass ich hier hinten sehe, ob er... Oh, mein Gott, der hat sich noch nicht einmal gewehrt. Das ging ja ganz flott hier mit dem. Und weg mit dir. 330.000. Lohnt sich. Lohnt sich. So, gucken. Was macht ihr denn da? Ist nicht klar, wer hier Alpha ist und wer nicht. Guck mal, das ist Alpha. Das ist CRT-001. Aha, Nummer 2. Also der zu später kam, ist das Alpha-Tier. Auch nicht schlecht. Ist ja auch egal. Hauptsache, die Rangordnung ist hier geklärt. Und das neueste Exemplar wird dann mal entsorgt. So. Gut. Der nächste Raptor, der wird ein Problem eventuell. Wie sieht denn die Bilanz hier gerade aus? Was kriege ich denn? 237.000. Ich hoffe, der Raptor dreht nicht durch. Beim letzten Mal die dreht... Ach, die! Ich soll die so Flatterviecher, also die so... Die so komisch spucken. Ja, die soll ich, okay. Die soll ich ausbrüten. Das ist ja mal was. Habe ich ja lange nicht mehr gesehen, also das letzte Mal in einem Kinofilm. Gibt es noch andere Dinos, die ich glaube ich nicht kenne? Sind hier die Velociraptoren? Na gut, nehme ich mal die hier. Das war vielleicht nicht ganz so intelligent, weil ich hätte jetzt weiterhin für den... Na doch, der Dilophosaurus ist ja damit drin, also deswegen kein Problem. Wenn der damit drin ist, kein Problem. So, jetzt wird spannend. Ganz spannend. Komm mal her. Das wird jetzt was. Den muss ich im Auge behalten, den Kandidaten. Beim letzten Mal rannten die sofort zu den Zäunen. Also die beiden, die ich habe, die waren ziemlich handzahm. Aber einen, den gab es, der rannte sofort zu den Zäunen. Und randalierte.